Hallo, mein Name ist Nico Brandenburg. Ich teste heute für euch den Mayones Elegance Paper 5 String. Der Mayones Elegance Paper 5 besticht natürlich erstmal durch seine Optik. Da wurden nur 10 Stück von gebaut. Das sind alte Zeitungsschnipsel, die da verbaut wurden und dann lackiert worden sind. Ich gehe mal kurz auf den Aufbau ein. Die Details holt ihr euch bitte unter der Beschreibung. Der Hals ist aus Ahorn, 9-teilig, 5 Teile breite Streifen Ahorn und 4 Trennstreifen Mahagoni. Wir haben ein Ebenholzgriffbrett mit Medium-Sized Jumbo-Bünden. Der Hals ist durchgehend. Die angeleimten Seitenteile sind aus Esche mit einer Deckschicht aus Ahorn. Die Elektronik ist erstmal die Pickups sind von Bartolini, passive M5 Humbucker Pickups. Die Elektronik ist von Aguilar, OBP3, Dreibandelektronik. Die ist aktiv. Auf der Rückseite kann man auch die beiden 9-Volt-Blöcke austauschen mit Schnappfächern. Die Elektronik läuft folgendermaßen. Wir haben einmal Master Volume, Pickup-Blende, Mittenregler. Der ist im gedrückten Zustand, haben wir die Centerfrequenz von 400 Hertz. Wenn wir den ziehen, haben wir die Centerfrequenz von 800 Hertz, die wir anheben oder absenken können. Und hinten noch einen Stacked-Knob, und zwar Höhen und Bässe. Hören wir uns den Elegance Paper erstmal an. Beide Pickups, EQ flat. ...